Hallo und willkommen bei die Autotester. Ich schaue mir heute Skodas erstes Fahrzeug an, das auf dem MEB, also der neuen Elektromobilitätsplattform von Volkswagen, basiert, und zwar den Skoda Enyaq. Ein SUV, voll elektrisch angetrieben, was er kann, was er mitbringt, was Neues, wie die Reichweiten aussehen sollen, wie es mit den Batterien steht, wie es mit dem Platz aussieht und wer die Wettbewerber sind, das schauen wir uns jetzt an. Den Enyaq, den gibt es insgesamt in 8 Farben, die Founders Edition, vor der wir gerade stehen, jedoch nur in 2. Und die Founders Edition ist nichts anderes als ja ein Einführungsmodell, das limitiert ist auf 1895 Stück, und das soll erinnern an das Gründungsjahr des Unternehmens. Und wenn wir uns die anschauen, ist von vorne ja ein echter Hingucker. Wir haben hier zum Beispiel den schwarz umrahmten Kühlergrill, der innen beleuchtet ist. Das ist bei den anderen Fahrzeugen eine Option. Hier ist es Serie. Habe ich so in der Form noch nirgendwo gesehen. Wenn wir uns die kristalline Struktur angucken, innen drin, das ist so typisch Skoda. Der wird flankiert von sehr flachen Matrix-LED-Scheinwerfer, die sind leider optional, bei dieser Edition allerdings Serie. Und um dem Wagen vorne noch ein bisschen mehr Kraft zu geben, finden wir hier unten ja einen sehr scharf gezeichneten vorderen Stoßfänger mit einem sehr großen Lufteinlass in der Mitte und mit angedeuteten Lufteinlässen an der Seite. Und so wirkt dieses nur 1,88 Meter breite SUV von vorne extrem massiv und sehr dynamisch. Wenn ich mich hier in dem Enyaq umschaue, dann sehe ich sofort, dass ich in einem ganz neuen und sehr modernen Auto sitze. Das fängt zum Beispiel an bei den Displays. Ich habe hier vorne ein sehr kleines Cockpit, voll digital, aber dafür hier bis zu 13 Zoll als Touchscreen. Die Basis hat einen 10 Zoll, aber nur für das Einstiegsmodell. Andere haben dieses 13 Zoll Touchscreen hier, das natürlich so aufgebaut ist, dass ich es individualisieren kann. Das natürlich alle aktuellen Informationen bietet, die man möchte. Natürlich auch Live-Daten, und unter anderem gibt es hier Apple CarPlay und Android Auto und sogar Apple CarPlay Wireless bereits ab Werk. Dazu kommt optional das neue Head-Up-Display, sehr groß und mittlerweile auch mit Augmented Reality. Also wirklich, da sieht man, es ist ein neues Auto. Ebenfalls wirklich frisch ist der gesamte Look. Nicht nur, dass ich hier Materialien finde wie Olivenleder, also für alle Leute, die sagen, ich möchte kein echtes Leder im Auto, sondern ich finde eben auch Soft-Touch, ich finde sehr schöne Formen, die hier im Auto gefunden wurden, wie zum Beispiel auch der Schwung hier in der Mitte. Das erinnert so ein bisschen an die Front des Fahrzeugs mit dem Kühlergrill. Dann habe ich hier eine Spange, die so ums Auto herumläuft, innen einmal komplett, und einfach mir das Gefühl gibt, wirklich in dem Fahrzeug zu sitzen. Also insgesamt ein sehr moderner Look, aber der trotzdem nicht vergisst, dass er Skoda ist. Hier an der Seite sieht man übrigens sofort, dass wir die sogenannte Founders Edition fahren, denn hier gibt es die Plakette. Jetzt aber zum Auto im Allgemeinen. Der Enyaq ist ein SUV und der ist 4,65 Meter lang. Damit nur rund 5 cm kürzer als der Kodiaq, also ein ziemlicher Brocken. 1,62 Meter hoch, das gibt Dynamik, hat aber einen Radstand von 2,77 Meter. Und das bedeutet natürlich, dass wir im Innenraum richtig viel Platz erwarten dürfen. Zum Thema SUV, die kennen wir, die fahren heute auf größeren Rädern vor. Das tut er hier auch. Die Felgengrößen hier beim Enyaq 18 bis 21 Zoll. Und die 21 Zoll haben wir hier auch drauf. Und da kann man direkt sehen, wie das wirkt. Ansonsten finde ich die Linien vom Auto richtig schön. Der hat einfach so einen ganz eigenen Look. Wir haben zum Beispiel eine schöne abfallende Dachlinie nach hinten, leicht ansteigende Fenstergrafik. Das gibt dem Auto so einen Push nach vorne, macht ihn deutlich dynamischer. Ich finde aber insgesamt wirkt dieses Hinterteil ziemlich kräftig, ziemlich fett. Wir haben rund 18 cm Bodenfreiheit, um diesem Thema SUV noch gerecht zu werden. Eine sehr kurze Haube, kurze Überhänge. Und damit hat dieser Enyaq, wie ich finde, von der Seite so seinen ganz eigenen Look. Für den Enyaq gibt es 5 unterschiedliche Antriebsformen, und die bieten Leistungen zwischen 109 bis rauf zu 225 kW. Wichtig jedoch hier ist zu wissen, normalerweise ist der Enyaq heckgetrieben. Wer aber den 195 kW Antrieb oder den 225er bestellt, der bekommt den Enyaq auch als Allradversion. Wenn ich mir das Thema Platz anschaue, da bietet der Enyaq wirklich mehr als genug. Auch ich mit meinen 1,95 sitze vorne wirklich gut, habe genug Platz, kann den Sitz ordentlich einstellen, kann das Lenkrad vernünftig einstellen, fühle ich mich absolut wohl. Wie es hinter mir aussieht, das müssen wir uns separat anschauen. Das Thema Ablagen, typisch Skoda. Ich habe vernünftige Ablagen in den Türen. Ich habe hier eine komplett neu gestaltete Mittelkonsole und habe natürlich auch hier sehr viel Platz, auch gerade im unteren Bereich, denn da gibt es keinen Mitteltunnel mehr. Wir fahren ein Elektrofahrzeug, habe hier meine Becherhalter, meine Möglichkeit, kabellos zu laden und natürlich auch eine vernünftige Armauflage in der Mittelkonsole. Auch hinten, wie gesagt, da gibt es dann wieder das, was wir von Skoda erwarten, nämlich nicht nur den Platz, sondern eben auch die Becherhalter und die Ablagen. Also auch da hat man an Fahrer, Beifahrer und Passagiere gedacht. Wie man hier sehen kann, schadet es dem Enyaq überhaupt nicht, dass die Batterie im Unterboden verbaut ist, denn Platz gibt es im Auto genug. Fürs Fahrzeug gibt es insgesamt 3 unterschiedliche Batteriegrößen zur Auswahl, nämlich 52, 58 oder aber 77 Kilowattstunden maximal. Und das reicht hier beim Auto für eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern nach WLTP.
Wenn es ums Laden geht, kann ich das Fahrzeug natürlich über Nacht an der normalen Haushaltssteckdose vollladen oder aber in 6 bis 8 Stunden mit bis zu 11 kW an einer Wallbox. Wer es eiliger hat, der kann ja beim Enyaq natürlich auch einen Schnelllader nutzen und da bietet das Fahrzeug eine Ladeleistung von bis zu 125 kW und das heißt 10 bis 80% in rund 40 Minuten. Die Basisausstattung des Enyaq, die ist, wie ich finde, wirklich mehr als vernünftig. Unter anderem gibt es ein 10 Zoll Touchscreen, es gibt aber auch eine Klimaanlage und vieles mehr. Und auch bei den Assistenzsystemen sieht es so aus, dass der Enyaq mit den wichtigsten Dingen kommt und sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt nicht nur einen Spurhalteassistenten und einen Tempomaten, sondern unter anderem auch einen Ausweich- und Abbiegeassistenten. Und darüber hinaus gibt es natürlich optional alles, was man heute von einem modernen Fahrzeug so erwarten darf. So, und jetzt schauen wir noch mal, wie es hinter mir ausschaut, ob der auch der Enyaq so viel Platz bietet hinten, wie wir es vom Skoda gewohnt sind. Und rein ist leicht. Und ja, vor meinen Knien eine Handbreit Platz. Na, Kopffreiheit wird eng, aber wir haben hier auch ein großes Sonnendach verbaut. Aber für große Menschen ist hier hinten auf jeden Fall Skoda-typisch Platz genug. Große elektrische SUVs wie den Enyaq gibt es aktuell nicht viele. Ein Wettbewerber jedoch ist der neue 210 kW starke BMW iX3. Mit 4,73 Meter Länge ist der iX3 rund 8 cm länger als der Enyaq und bietet zudem rund 450 km Reichweite. Mit einem Einstiegspreis von über 68.000 Euro ist er jedoch deutlich teurer als der Skoda. Anders sieht es beim Konzernbruder ID.3 aus. Das Einstiegsmodell kostet aktuell rund 35.000 Euro. Doch der VW ist mit 4,26 Meter Länge für einen echten Wettbewerber zu klein. Der große Bruder ID.4 steht jedoch bereits in den Startlöchern. Aktuell käme noch der Polestar 2 als Alternative in Frage. Er ist 4,60 Meter lang, bietet über 450 km Reichweite und verfügt über eine sehr gute Basisausstattung. Sein Grundpreis von aktuell über 50.000 Euro wirft ihn jedoch, wie schon den BMW, aus dem Rennen. Am Heck unseres neuen Skoda finden wir den Schriftzug Enyaq. Und übrigens, der Name ist abgeleitet vom irischen Wort Enya. Das bedeutet nichts anderes als Quelle des Lebens. Und ich finde, der Begriff passt hier ganz gut, denn wir haben am Anfang ein E für Elektromobilität und am Ende ein Q, typisch für die Skoda-SUVs, wie zum Beispiel Kamiq oder auch Kodiaq. Wenn wir uns den Rest vom Heck anschauen, das ist wieder typisch Skoda. Wir haben den Skoda-Schriftzug hier groß auf der Kofferraumklappe. Wir haben schön steiles Heck mit einem großen Dachkantenspoiler, einen sehr schön gestalteten, ja, einfach gehaltenen Heckstoßfänger, wo wir natürlich auch keinerlei Auspuffauslässe oder Fake oder Ähnliches finden. Und wir haben hier das Typenschild mit dem IV und unten mit der 80. Die 80 soll uns hier zeigen, über was für eine Batterie wir beim Fahrzeug sprechen. Und hier ist dann eben die große mit an Bord. Ein echter Hingucker bei diesem Fahrzeug sind ganz klar die Heckleuchten. Die sind nicht nur geteilt, sondern wir haben hier ganz feine Linien im oberen Bereich, die dem Ganzen einfach noch so ein bisschen den extra Kick geben. Darüber hinaus sind sie natürlich immer in LED-Ausführungen mit an Bord. Und sie wirken einfach sehr flach und gehen sehr weit in die Fahrzeugseite und geben damit dem Fahrzeug von hinten so einen ganz eigenen Look. Dank seiner Form bietet der neue Enyaq auch beim Thema Kofferraum ein ordentliches Volumen. Denn wir haben hier 585 Liter maximales Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank. Wir können die Rückbank natürlich auch noch umklappen, dann gibt es mehr. Aber die Zahl, die hat Skoda uns leider noch nicht verraten. Außerdem hat auch der Enyaq natürlich die typischen Simply Clever Lösungen mit an Bord. Da gehören zum Beispiel die Haken hier im Kofferraum dazu. Dazu gehört aber nicht mehr der Eiskratzer unterm Tankdeckel, denn der ist jetzt hier. Und ein Grund dafür ist, dass wir hier unter dem Tankdeckel die Ladeanschlüsse haben. Und da müssen wir jetzt nicht mehr einzeln irgendwelche Kappen abziehen, sondern da gibt es einen, ja, recht cleveren Verschluss. Ein ganz wichtiges Thema beim Auto ist außerdem das Thema Anhänger, denn der Wagen bietet, obwohl es ein Elektrofahrzeug ist, eine maximale Anhängelast von bis zu 1200 Kilogramm. Das war mein erster, ja, kurzer Blick auf den neuen Skoda Enyaq. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der relativ schnell seine Käufer finden wird, denn der bietet viele Skoda-typische Vorteile. Wir haben die Simply Clever-Lösung, wir haben viel Platz im Innenraum, wir haben wirklich schönes, einzigartiges Design. Und wir haben vor allem, wenn wir das Interieur anschauen, nicht nur einen 13-Zoll-Screen, der wirklich auffällt, sondern wir haben zum Beispiel auch dieses große Head-Up-Display mit Augmented Reality, also etwas wirklich Neues. Das Auto bietet ja alles das, was ich von einem neuen, modernen Auto erwarte. Und das Ganze zu einem Einstiegspreis, der zumindest bei uns in Deutschland aktuell bei 33.800 Euro liegen soll für die Basis. Und dann noch abzüglich der Förderung durch die Regierung und die Hersteller. Und ja, wenn der Wagen auf den Markt kommt 2021, bin ich wirklich sehr gespannt, wie der Markt reagiert. Aber bevor ich mein endgültiges Urteil fälle, freue ich mich in jedem Fall erstmal davor noch auf eine Probefahrt.